Hallo, liebe Deutschlernende! Heute geht es um das folgende Thema: Vision Boards. Der Schnelltipp: Du kannst Deutsch lernen. Du kannst Deutsch lernen. Du bist weder zu alt, noch zu jung, noch zu dumm, noch zu unbegabt. Egal, was du über dich denken magst, ich bin der festen Überzeugung, dass du Deutsch lernen kannst. Du hast es in dir. Du kannst es schaffen. Du kannst Deutsch lernen. Was ist ein Vision Board? Nun, ein Vision Board oder eine Traumcollage ist eine Wand, die mit Bildern beschmückt ist. Ja? Und diese Bilder drücken die eigenen Wünsche und Träume aus. Ja? Also so eine Collage erstellt man, indem man sich überlegt, was die eigenen Ziele sind und die eigenen Träume. Ja? Was möchte man erreichen oder was inspiriert einen? Ja, und genauso ein Vision Board seht ihr in diesen Videos, wo ich in meinem Zimmer bin, seht ihr hier hinter mir. Das ist ein Vision Board, das ist mein Vision Board, meine Wandcollage sozusagen. Und ich denke, es ist total hilfreich, so eine Wand zu haben, weil man sie immer wieder sieht. Und weil sie einen inspiriert. Mich inspiriert diese Wand total. Und ich möchte euch kurz zeigen, was ich so alles dargestellt habe, um dir auch Inspiration für dein eigenes Vision Board zu geben. Ja? Vielleicht möchtest du dir auch ein Vision Board machen. Und die Methode, wie ich diese Wand gemacht habe, ist, indem ich mir ganz viele Kataloge bestellt habe von Häusern und dann Häuser ausgeschnitten habe. Und ich habe mir Bilder im Internet gesucht und diese ausgedruckt und ich habe auch ein paar eigene Fotos, die ich oder meine Freunde gemacht haben, ausgedruckt. Ja? Und ich will euch kurz so ganz grob die Wand zeigen. Und zwar habe ich einmal Personen abgebildet, die mich sehr inspiriert haben. Ja, das sind Personen, die mich sehr inspiriert haben. Dann habe ich hier meine Traumhäuser dargestellt. Ja, also in 10 Jahren würde ich richtig gerne mal in so einem Haus wohnen. Und dann habe ich hier auch meine Freunde abgebildet und ja, auch mich selber, ja, wie ich gerade anfange mit Authentic German Learning und wie ich mir so wie ich so glücklich bin, da ich jetzt mir all die Ziele gesetzt habe. Das war damals im Oktober letzten Jahres. Und dann Orte, die ich gerne besuchen möchte, ja. Also es ist echt, das hier, ich vergesse mal, wie es heißt, aber das ist in Südamerika, eine Inka-Stadt. Das ist Burning Man. Ich würde richtig gerne mal zu Burning Man gehen. Ja, ich würde richtig gerne Burning Man mal besuchen. Und hier ist das Auto, worauf ich im Jahre 2017, worauf ich im nächsten Jahr darauf hinarbeiten möchte. Ja. Ich würde richtig gerne dieses Auto mir leisten können. Und sobald ich es mir leisten kann, kaufe ich es mir und reise durch Europa. Ja. Und Authentic German Learning wird natürlich weitergehen. Und
dann werde ich die Möglichkeit haben, durch Europa zu reisen und euch immer noch jeden Tag ein Video zu machen, aber immer in einer anderen Stadt oder auch an verschiedensten Orten Deutschlands und Europa. Und das wird echt richtig, richtig toll. Ja, also das wird richtig toll, wenn ich endlich das geschafft habe, mir dieses Auto leisten zu können. Und bis dahin wird Authentic German Learning mit Sicherheit noch enorm wachsen. Und es wird einfach zu geil. Ja? Also es wird echt total toll. Also die ganze Zukunft, die ich mir überlegt habe für Authentic German Learning. Also so wird es in der Zukunft aussehen. Nur um euch einen kleinen Einblick zu geben in meine Pläne. Ja, die Zukunft von Authentic German Learning ist eine Reise durch Europa, die ich für euch dokumentiere und euch dabei erzähle, was ich so sehe, und ich erzähle euch von all den Orten, die ich besuche und so, und so dass ihr wirklich auch alle teilhaben könnt an dieser Reise. Dann habe ich mir auf mein Vision Board hier, dann habe ich hier noch ein paar Kleidungsstücke mir hingehangen, die ich gerne tragen wollen würde. Ja, also ich würde richtig gerne so einen schicken Anzug mir leisten und anziehen, oder so eine Weste. Ja, oder vielleicht auch mal ein bisschen experimentieren. Ja, ein bisschen experimentieren mit Steampunk. Ich bin total der Fan von Steampunk. Und ja, hier sind noch ein paar Bilder, die ein Film und ein Buch repräsentieren, die mir viel bedeutet haben, ja, die mir viel gegeben haben. Ja. Und und dann noch ein paar Fotos von meinen Freunden, Fotos von Reisen, Fotos von Essen, ja, ich liebe Essen, ja, also alles, also die Dinge, die mich inspirieren, sind auf dieser Wandcollage, und es ist echt, es inspiriert mich jeden Tag, diese Wand zu sehen. Und deswegen möchte ich dieses Projekt auch dir ans Herz legen. Ja? Also wenn du Lust hast, auch so eine Wandcollage zu machen, nur zu. Ja? Nur zu. Denn es ist echt toll. Ja? Es ist echt toll. Okay? Ich hoffe, das war inspirierend für dich. Und ich bin gespannt, wie dein Vision Board aussehen wird. Wenn du ein Vision Board gemacht hast, dann fände ich das richtig cool, wenn du es fotografieren könntest und es posten könntest. Ja? In der Facebook-Gruppe zum Beispiel. Ja? Poste dein Vision Board in der Facebook-Gruppe, und so können wir noch mehr Leute dazu inspirieren, sich ein Vision Board zu erstellen und jeden Tag davon inspiriert zu werden. Gut, ich hoffe, dies war hilfreich für dich und inspirierend, und wir sehen uns morgen. Tschüss. Eine kleine Bitte zum Schluss. Es gibt einen Weg, wie du mir helfen kannst, und es kostet dich wirklich nur ein paar Sekunden. Bitte like dieses Video, wenn es dir gefallen hat, das würde mir sehr viel helfen. Und like bitte auch all die anderen Videos, die dir geholfen haben und die du magst. Ja? Oft vergessen wir das, einfach YouTube-Videos zu liken. Ich vergesse es auch oft. Deswegen diese kurze Erinnerung. Bitte like dieses Video und auch alle anderen Videos, die dir gefallen. Das wäre total super. Vielen Dank. Tschüss und bis morgen.